Hallo zusammen, Freitag, das ist Rätseltag und heute, ganz großes Jubiläum. Bereits das 100. Rätsel wurde veröffentlicht und ich bin irgendwo zwischen mächtig stolz und aber auch ein bisschen sprachlos. Also, was wir da auf die Beine gestellt haben, das ist richtig cool und deswegen auch nochmal ein herzlicher Dank an alle, die mit ihren tollen Rätselvorschlägen, ihren Ideen dieses Forum so lange schon am Leben gehalten haben. Jeden Freitag Knobelspaß und damit das dann auch noch für weitere 100 Rätsel reicht, kann ich nur sagen, alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, die eine spannende Partie gespielt haben, schickt mir gerne euren Vorschlag an daniel@skatinsel.de, dann schaue ich mir das an, denn die besten Rätsel basieren auf echt gespielten Partien. Heute wollen wir dann jetzt aber erstmal ein bisschen feiern und wir schauen uns das Rätsel von vorletzter Woche an, nämlich eine besonders harte Nuss. Rätsel 98 schickt sein Herz in die ewigen Jagdgründe von Stefan Mutscheller. Die Partie wurde gespielt und ich war auch dabei. Ich habe in diese Mittelhandkarte geschaut. Stefan war in Vorhand und was ist passiert? Hinterhand hat das Spiel für 18 bekommen und hat jetzt ein Herz annonciert und Stefan hat das Spiel mit der Pik 9 eröffnet. Von mir jetzt die Pik Lusche dazu. Mit dem König steigen ist nur dann natürlich eine gute Idee, wenn der Partner unterm Ass gespielt hat und der Alleinspieler gar keinen Pik hat. Also schon recht unwahrscheinlich, dass das eine tolle Idee ist. Viel zu groß die Chance, auch dass die Pik 9 blank war oder aus der 10 zu dritt oder der Alleinspieler doch noch einen Pik dabei hat. Also die 7 von mir sicher die bessere Karte. Und der Alleinspieler hat das Ass genommen. So gesehen war das im ersten Stich von mir schon eine gute Entscheidung. Jetzt kam Trumpf Lusche von Stefan, auch die Trumpf Lusche von mir. Ja, ich denke mal logischerweise schon das Trumpf Ass. Und jetzt musste ich hier eine erste Entscheidung treffen. Wie soll ich jetzt das Spiel fortsetzen? Was für Ideen habe ich denn? Habe ich überhaupt welche? Oder was für einen Plan kann ich aufstellen? Habt ihr hier schon vielleicht den einen oder anderen Vorschlag für mich? Nun muss man natürlich dazu sagen, in dem Rätsel sind jetzt schon ein paar extra Informationen gegeben. Da ist nämlich die Kartenhand des Mitspielers schon offen. Deswegen ist da schon etwas mehr klar, wie die Hand des Alleinspielers aussieht. Am verdeckten Tisch tatsächlich ist Folgendes passiert. Ich habe überlegt zwischen Kreuz Lusche und Pik König. Pik König ist die Idee, wenn unser Partner noch einen Trumpf hat. Wenn das jetzt nur ein Fünftrümpfer ist, dann war die Pik Lusche wahrscheinlich blank und unser Partner möchte stechen. Und weil es dann der Trumpf kurze Mann ist, der Zweitrümpfer ist, ist das natürlich auch sehr gut und sehr wichtig in so einer Konstellation, dass dann Pik König, Pik 10 und ein Abstich kommt. Man muss natürlich sagen, die Pik Lusche hat schon angedeutet, Herz, Dame, König oder 10 wird wohl nicht mehr da sitzen. Wenn, dann ist es noch ein Bube. Aber aufgrund der Restschwäche in meiner Beikarte ist das ja durchaus vorstellbar, dass das ein Spiel mit starker Beikarte ist und dafür ein Trumpf ein bisschen schwächer. Also im Original kam jetzt von mir hier tatsächlich der Pik König und damit ging das Spiel dann schon nicht mehr. Das Spiel wurde dann gewonnen mit dieser Zusatzinformation, die wir aber hier im Rätsel schon haben, nämlich dass unser Partner aus dem Pik Drilling aufgeschlagen hat und nur die blanke Trumpf Lusche dabei hatte. Da stellt es sich immer noch als schwer genug dar, dieses Spiel zu schlagen. Aber ich habe jetzt den Hinweis ja schon gegeben: Kreuz Lusche blank ausspielen ist gegen sehr starke Spiele häufig die einzige Möglichkeit. Denn was passiert, wenn ich Karo oder Pik treffe? Der Alleinspieler bekommt die Chance, sich einen Trumpf kürzer zu stechen. Und der hat übrigens ein richtig starkes Spiel, ne? Sechs Trumpf hat er, Pik Ass blank dabei und noch das Kreuz Ass zu dritt dabei, Karo 10 und Lusche gedrückt. Also ein wirklich Bärenspiel, wo man jetzt gar nicht unbedingt denken könnte, nur weil vier Trumpf dagegen stehen, muss das Spiel unbedingt geschlagen werden. Es ist eben auch schwer genug. Aber wenn du so ein starkes Spiel schlagen willst, dann ist blank eben sehr häufig eine gute Idee. Denn um den Gedanken jetzt nochmal abzurunden, bei Karo oder bei Pik sticht sich der Alleinspieler einen Trumpf kurz, wickelt das Spiel dann einfach über die Beikarte ab, sprich zieht das Kreuz Ass, spielt Kreuz unten raus und kommt am Ende dann in eine Trumpfgabel, wo er uns hier einen Trumpfstich abmelden kann. Das wäre nicht schön. Kreuz Lusche setzt ihn schön unter Druck. Seine beste Idee in dem Fall ist noch nicht das Ass rauszunehmen, sondern erstmal mit der Lusche zu schnippeln.
Dann kommt unser Partner mit der Kreuz 10 ran. Ja, und jetzt muss der auch wieder ein Volltreffer landen, wobei der vielleicht gar nicht so schwer zu finden ist. Pik ist so ein bisschen, ja, schon ein bisschen die Luft raus. Kreuz haben wir jetzt die zweite Farbe geklärt. Jetzt wäre das sicher wichtig, Karo zu spielen unter dem Ass, also die Karte weiter zu klären, in die dritte Farbe zu greifen. Und für mich muss jetzt ein bisschen entweder das Durchzählen schon passieren oder das Fingerspitzengefühl, dass tatsächlich hier die Dame ein Auge zu wenig wäre. Dann könnte der Alleinspieler seine Kreuz-Dame abschmeißen und wir kämen am Ende nur noch auf 59. Mit dem Karo-König halten wir die 60 im Spiel. Er kann jetzt zwar auch abwerfen auf 60, aber damit macht er uns das Spiel an sich leichter. Deswegen wird er jetzt vermutlich erstmal stechen. Und wieder Trumpf fortsetzen. Ja, und jetzt ist natürlich klar, unser Partner muss wimmeln und er ist auch gut beraten, jetzt das Karo Ass zunächst zu nehmen und noch nicht die Pik 10 aus Sicht dieses Spielers. Ist ja noch nicht mal ganz klar, dass Pik 10 nicht vielleicht auch noch einen Stich machen kann. Also das ist soweit erstmal logisch. Von mir Mitnahme. Und jetzt darf aber wieder nicht das Karo Bild kommen und nicht der Pik König. Motiv hatten wir ja schon. Macht es dem Alleinspieler leicht, noch einen Trumpf zu verstechen? Nein, nur die Pik 8, beziehungsweise den Trumpf verstechen kann er auch auf der Pik 8, aber hier hat er sonst das den entscheidenden König eingeheimst. Und Karo führt auch nicht zum Sieg. Die Pik 8 ist die stärkste Karte, beziehungsweise die einzige, die uns hier im Rennen hält. Ein Stich, Trumpf König von Stefan, die Pik Dame. Und jetzt ist der Spieler, ja, vielleicht so ein bisschen schon in der Ahnung, dass es schwer wird, dass er Richtung Schachmatt gedrängt wird. Er könnte sich ja jetzt auch Trumpf von oben ziehen, aber er versucht es jetzt idealerweise mit dem Kreuzass. Von hier die Lusche. Und jetzt muss die Falle endgültig zuschnappen. Einstich mit Karo Buben und Rückschub mit der Trumpf Lusche. Damit stehen wir jetzt nämlich auf 49 Augen. Alleinspieler kann nichts mehr dagegen machen, kann jetzt noch einmal hier den Kreuz Buben ziehen. Und jetzt sehen wir auch, warum das so wichtig war, eben das Karo Ass zu schmieren und nicht die Pik 10. Die Pik 10 ist gar nicht die entscheidende Karte, beziehungsweise das ist eine tote Karte, die wäre sonst entscheidend geworden. Die Pik 10 muss jetzt nämlich hier abgetragen werden, um natürlich den Stich mit dem Kreuz König gegen die Kreuz Dame zu halten. Und dann senkt sich hier im letzten Stich mit diesen drei Bildern das Blatt auf 60 beide. Und da ist es passiert. Und was an dieser Partie aus meiner Sicht wirklich so faszinierend ist, ich glaube, ich habe gezählt, 8 oder 9 Mal hintereinander muss die Gegenpartei wirklich jede Karte auf den Punkt treffen. Und das ist natürlich klar, dass das am echten Tisch nicht allzu oft gelingt. Aber trotzdem, es war ein knappes Spiel. Ich glaube, es wurde mit 61 Augen im Original nur gewonnen. Und natürlich habe ich es mir dann angeschaut und hin und her analysiert und habe auch festgestellt, wow, dass diese Partie überhaupt auf Niederlage steht. So ein starkes Spiel, das ist ja schon mal eine Sensation. Und dann habe ich natürlich da ein Rätsel draus gemacht. Hoffe, ihr hattet auch den Spaß an dem Rätsel. Hoffe, ihr hattet den Spaß an dem Video. Bedanke mich abschließend einmal bei meinen neuen Patrons El Salami und Paul Gründlich für eine Unterstützung meines Kanals. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, bleibt am Ball und wie immer, good blood.